ein erstes Freundschaftsgeschenk für Stefano mitgebracht. Stefano, das ist einfach auch als Zeichen unserer wahren Freundschaft. Habe ich dir das schon mal mitgebracht, Stefano? Ich mache in meine Tasche. Hey yo, good morning Sanchez Gang, was geht ab? Wir sind hier wieder bei mir im Room und heute ist the day of the day, because wir gehen nach Milano! Und La Mezza Terme natürlich als zweiter Part. Meine Sachen sind schon gepackt. Und ja, das Geilste wird ja, ich gehe mit jemand in den Urlaub, den ich nicht kenne. Ich fliege jetzt auch gleich mit ihm hin. Ich habe wirklich noch keine wirkliche Konversation mit ihm gehabt. Deswegen, es wird jetzt extrem spannend. Ich werde euch natürlich auch mitnehmen. Ich freue mich drauf. Ich glaube, es wird ganz lustig. Wir fliegen so um 17, 18 Uhr, kommen dann dort um 19, 19.30 an. Und Fashion Week ist ja auch gerade zur Zeit in Mailand. Das heißt, es wird relativ cool. Meine Freunde, ich hatte recht. Ich hatte mal wieder recht. Ich muss später mal noch meine Haare machen. Ich hatte recht mit gestern. Sie hat mich nicht hängen gelassen, es hatte andere Gründe gehabt und es tut mir auch wirklich leid, dass ich das irgendwie gedacht habe oder sonst irgendwas. Aber was lernen wir daraus, meine Freunde? Keine voreiligen Schlüsse ziehen. Ja, da kann immer mal noch was dazwischen kommen, beziehungsweise irgendwas anderes kann sein. Und deswegen, I'm really sorry. I'm so sorry. Meine Freunde, seit dem gestrigen Vlog haben wir 8 neue Follower haben wir auf YouTube dazu bekommen. Ganz recht. 8 neue und da könnte ich jetzt schon wieder ausrasten. Wer, meine Freunde, ist hier schon? Follow auf instagram.com/maxisanchez. Kein Grund zur Sorge. Ich blende das Ganze jetzt hier nochmal ein, meine Freunde, ja? Das ist halt die Community, die ist halt einfach auch am Start hier. Ich brauche hier mal noch einen Ingwer-Shot. Jo, was ich noch sagen wollte, ich gehe jetzt eine Woche in Urlaub, ne? So, und bevor es jetzt hier auch mal wieder zu viel gequatscht wird hier, machen wir mal einen kleinen Flughafen-Jump. Von hier zum Flughafen und go! So, jetzt am Flughafen München angekommen, hier mit einem nicen Jump auf jeden Fall. Hier links neben mir auch Stefano, the person, die ich vorher noch nicht wirklich gekannt habe. Will mich verarschen, Alter? Ich vlog hier gerade. Okay. Okay. So, jetzt. Und Stefano, von der Skala von 1 bis 10, wie gut kannten wir uns vorher schon? Ja, das dachte ich mir auch. War gut, oder? Super. Wir kannten uns super gut, ja. Aber, weil... Ich raste aus, weil ich ja so ein... ich vlogge hier gerade und die labert mir rein. Okay, weil ich hier halt auch was zu unserer Freundschaft beitragen wollte, habe ich hier einfach mal noch ein erstes Freundschaftsgeschenk für Stefano mitgebracht. Stefano, das hier ist einfach auch als Zeichen unserer wahren Freundschaft. Habe ich dir das schon mal mitgebracht, Stefano? Ich mache in meine Tasche. Wir gehen jetzt mal zum Flug. In Mailand machen wir die Kamera wieder an, Stefano, oder? Normalerweise schon. In diesem Sinne, peace. Okay, wir sind hier in Mailand angekommen. Ist ein bisschen dunkel. Wir hören die Musik von Giuseppe schon. Wir wollen ihn jetzt mal überraschen. Stefano auch hier am Start. Hola. Und wir walken jetzt einfach mal straight rein. Giuseppe! Udi! Okay, wir haben uns hier so ein Apartment gemietet. Ich führe euch hier mal ein bisschen runter. So, wir haben hier ein Schlafzimmer. Es ist auch nur für 3 Tage. Yo! Gibt eigentlich auch so gar nicht viel Spannendes zu erzählen. Außer Giuseppe, was geht ab? Boah, wir sind die ganze Zeit hier rumgetravelt. Dann haben wir hier noch ein Zimmer, das ist meins, wo hier auch ein bisschen gevloggt wird. Toilette, ihr wisst Bescheid. Oh, Stefano! Und hier das ganze Kamera-Setup. Und ich weiß gar nicht, ob wir jetzt heute noch so viel machen werden. Ich denke wahrscheinlich noch was essen gehen oder so. Bisschen chillen. Ich denke, der Vlog wird heute auf jeden Fall ein bisschen kürzer werden. Dafür wird natürlich morgen wieder richtig losgevloggt mit Frühstück, Mittagessen, Abendessen und natürlich auch wieder ein paar Arschlaps. Ihr wisst Bescheid. Ja, ich würde sagen, das war es auch für den heutigen Vlog schon. Weil es jetzt auch schon dunkel ist und in der Wohnung wollen wir jetzt auch nicht so krass viel erstmal heute Abend noch abfilmen, weil wir sind auch ein bisschen fertig vom Reisen.
Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst auf jeden Fall ein Subscribe da. Giuseppe in the background. We see us tomorrow. Peace out.